Eine Freude ganz anderer Art, die Rallye Trans-Siberia. 7200 Kilometer durch Russland und die Mongolei. Eine große Herausforderung für den SUV Grand Vitara. Belastungsproben unter härtesten Bedingungen. Eines der letzten großen Abenteuer auf vier Rädern. Neben den Grand Vitaras fahren auch viele Porsche Cayenne mit, die leicht umgerüstet härteste Strapazen überstehen oder auch nicht. Man muss ja erst einmal ins Ziel kommen bei so harten Veranstaltungen und die Ausfallquote ist relativ hoch. Man kann auch viel Fehler selber machen. Die Route der Trans-Siberia führt von Russland nach Zentralasien bis weit in den Osten in die Mongolei. 2008 ist Moskau der Ausgangspunkt. Mit dabei zwei Grand Vitara, wobei einer vom einzigen Damenteam gefahren wird. Alexandra Hahn, Rettungsassistentin, und Melina Frey, Rettungsmedizinerin, trauen sich beide eine Menge zu. Und das, obwohl sie keine Rallye-Spezialisten sind. Ich glaube, dass ich dem Ganzen hier gewachsen bin, eigentlich durch die Offizierausbildung. Ich bin Soldat. Und ich denke, der absolute Vorteil von unserem Fahrzeug ist die Leichtigkeit. Ich bin Paramedic in Südafrika. Ich bin es gewohnt, mit oder unter nicht idealen Bedingungen zu arbeiten. Wir haben nicht immer das ganze Equipment, die Straßen sind nicht immer super, das Gelände ist nicht toll. Das deutsche Damenteam fährt die Rallye im seriennahen Grand Vitara mit einem 1,9 Liter Dieselmotor und 150 PS. Höchstgeschwindigkeit 170 km/h. Viele Hersteller wollen bei dieser Rallye die Leistungsfähigkeit ihrer SUVs und Geländewagen unter Beweis stellen. Die erste Sonderprüfung auf feuchtem Untergrund ist für die einen Stress, für andere Freude pur. Absolut genial. Wir hatten so viel Spaß. Wir haben uns auch ein bisschen gekloppt zwischendurch, aber es war absolut toll. Also wir sind ein paar Mal stecken geblieben, aber und auch das Wasser. Wir sind ganz nass, aber es war ach, so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Melina und Alexandra beenden die erste Hälfte der Rallye im Mittelfeld. Nach einer Woche härtester Prüfungen verlassen sie Russland. Grenzübertritt in die Mongolei. Von hier ab ändert sich alles. Asphaltierte Straßen, Fehlanzeige. Hier müssen sich Mensch und Maschine beweisen. Auch im Camp herrschen raue Bedingungen. Mir ist sowas ja schon ein bisschen bekannt von der Bundeswehr her, aber wir haben hier natürlich auch noch so ein bisschen die Problematik mit Mücken und mit Toiletten. Das sieht ganz cool aus, also wirklich ja, so ein richtiges Campleben. Es ist auch super schön anzugucken, wie die verschiedenen Leute damit umgehen, wer was wie aufbaut. Der Grand Vitara offenbart vor allem in der Mongolei, der harten Hälfte des Marathon-Events, seine Stärken. Alle vier Top-10-Platzierungen werden dort erzielt, wo die Rallye am schwierigsten ist und der Grand Vitara sich am wohlsten fühlt. Das deutsche Damenteam beendet die Rallye mit einem Rückstand von 30 Stunden. Das bedeutet einen guten 14. Platz. In ihrer Fahrzeugklasse Allradauto mit Dieselmotor bis 3 Liter Hubraum werden sie sogar Zweite. Die letzten zwei Tage waren keine Probleme mit irgendwas. Die Navigation stimmte, das Fahren stimmte, das Auto stimmte. Wirklich, das war super. Ihr Grand Vitara hat 5 Porsche Cayenne und 2 Land Rover Defender hinter sich gelassen. Für das Damenteam ein großer Erfolg. Für sie endet die härteste Rallye ihres Lebens mit vielen Eindrücken von einem wunderschönen und entlegenen Winkel dieser Erde.